So, ich bin hier in Gummersbach in der Nähe vom Schwalbe-Headquarter. Wir haben hier so ein Studio aufgebaut. Da sind auch schon die Product Manager, ganz viele Kameras, Werkstatt. Denn wir sind bei der Product Lounge der neuen Schwalbe Mountainbike Produkte für 2021. Und ich muss jetzt hier mal Schluss machen, weil wir müssen losmachen. Tschüssi! Hallo, liebe Mountainbike-Freunde da draußen und herzlich willkommen hier bei der Rock My Trail Fahrtechnik-Schule. Wir haben uns ein kleines Studio aufgebaut und sind hier in der Werkstatt und wollen euch die neuen Mountainbike-Produkte für 2021 vorstellen. Ich bin schon seit über 10 Jahren auf Schwalbereifen unterwegs und kenne mich ganz gut aus, aber natürlich nicht so gut wie die Experten, unsere Product Manager. Und zu denen gehe ich jetzt mal und nehme Reifen mit natürlich. Hallo Robert, hallo Karl. Hallo. Stellt euch doch mal vor. Hi Steffi, ich bin Karl Kemper, Product Manager bei Schwalbe seit 5 Jahren. Ich bin für Mountainbike-Reifen verantwortlich und fahre Enduro und Downhill. Hallo Steffi, ich bin Robert, bin jetzt seit mehr als einem halben Jahr bei Schwalbe, war vorher professioneller XC- und Marathonfahrer und bin jetzt auch neu bei Schwalbe im Produktmanagement. Super, wir haben also hier die geballte Kompetenz von Schwalbe sitzen und werden euch jetzt die Neuheiten Schritt für Schritt vorstellen. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr gerne die Chat-Funktion nutzen. Die findet ihr unterhalb des Videos und am Ende werden die beiden dann alle offenen Fragen beantworten. Ja, Karl, worüber reden wir denn jetzt heute eigentlich? Ja, wir sind froh hier zu sein, denn wir stellen euch heute 2 neue Profile und 5 neue Karkassenkonstruktionen vor. Und zwar haben wir für Modelljahr 2021 nochmal unsere ganzen Mountainbike-Karkassenkonstruktionen auf den Prüfstand gestellt und komplett überarbeitet. Herausgekommen sind die Super 5, Super Race, Super Ground, Super Trail, Super Gravity und Super Downhill. Wow, also es klingt so, als würde es dem Durchschnitts-Mountainbiker jetzt einfacher gemacht werden, den richtigen Reifen zu finden. Absolut. Neben den technischen Neuerungen war es unser Ziel, durch die neue Namensgebung die Zuordnung vom Produkt für den Konsumenten leichter zu gestalten. Macht Sinn. Wir sind auf die Details gespannt. Lass uns loslegen. Robert, was waren die Hintergründe für die Entwicklung der Super Race Konstruktion? Schweres Wort. Ja, die neue Super Race Konstruktion haben wir gemacht, weil wir festgestellt haben, dass halt die Strecken im XC- und Marathonbereich immer anspruchsvoller werden und die Rennen heute nicht nur berghoch, sondern auch bergrunter gewonnen werden. Auf der anderen Seite stellen wir halt auch fest, dass die Reifen immer breiter werden, um halt immer noch mehr Dämpfung da reinzubekommen, um noch mehr Kontrolle da reinzubekommen. Und das war unser Anspruch zu sagen, das können wir nicht nur über die Reifenbreite realisieren, sondern da können wir auch noch mit der Karkasse ansetzen. Und deswegen haben wir die neue Turn-Up-Karkasse entwickelt. Heißt halt, wir haben einmal eine Turn-Up-Lage und darüber noch eine Lage Beat-to-Beat, sodass wir unter der Lauffläche 3 Lagen Karkassenmaterial, an der Seitenwand 3 Lagen Karkassenmaterial haben und unter der Lauffläche 2 Lagen haben. Dadurch ist die Karkasse halt unter der Lauffläche wesentlich geschmeidiger und das macht sich halt für den Fahrer unwahrscheinlich bemerkbar. Um jetzt nicht irgendwie den Pannenschutz dadurch zu minimieren, kommt halt unter der Lauffläche auch noch ein Raceguard zum Einsatz. Super, also du hast ja jetzt schon gesagt, wie sich das für den Fahrer bemerkbar macht, oder hast du da noch einen Zusatz? Ja, auf jeden Fall. Also das durch die Karkasse. Der Fahrer merkt das einfach durch die Geschmeidigkeit. Das bedeutet, der Reifen passt sich viel besser dem Untergrund an. Kleine Schläge werden halt schon rausgefiltert, der Fahrer hat wesentlich mehr Kontrolle, er ermüdet nicht so stark von diesen kleinen Schlägen und seine Geschwindigkeit hält er auch über unebene Strecken wesentlich besser. Wow, mir ist es ja jetzt hier an dem Rad von Manuel Fumitz schon aufgefallen, die Farbe, was ist da passiert? Ja, das ist auf jeden Fall eine Besonderheit bei der neuen Konstruktion, dass wir hier die transparente Seitenwand haben, wo einfach nochmal die Karkasse wirklich zur Geltung kommt und dass der Fokus auf der Nylon-Karkasse liegt. Super, also das ist auf alle Fälle schon mal ein Highlight, die Farbe. Und gehen wir doch einfach weiter. Wie sieht es denn mit der Super Ground Konstruktion aus? Ja, das ist unsere Karkasse für den, auch von den XC bis all hin zu leichtem All-Mountain Einsatz. Die basiert auf unserer bisherigen Snakeskin Konstruktion. Heißt, sie verbindet optimal das Verhältnis von Pannenschutz zu Gewicht. Und wir haben jetzt die Karkasse nochmal weiter verfeinert, indem wir die Snakeskin-Einlage nicht nur an der Seitenwand haben, wie bisher, sondern zukünftig halt wirklich über den kompletten Reifen, das heißt auch unter der Lauffläche, um da nochmal mehr Pannenschutz zu bieten. Aha, und um das nochmal für die Zuschauer zu erklären, warum greife ich dann eher zu Super Ground anstatt zu Super Race? Also bei der Super Race-Karkasse, die sich wirklich an den wettkampforientierten Fahrer richtet, der auf der Jagd nach Sekunden ist,
die hatte wirklich die Geschmeidigkeit im Fokus und die Super Ground ist für alle die, die nochmal mehr Pannenschutz haben wollen und für die wirklich ja, der Alltagsnutzen nochmal größer ist. Die Super Ground Karkasse ist zudem auch fürs E-Bike zugelassen und das macht es halt insgesamt nochmal breiter vom Einsatzgebiet. Und je nachdem, wo man halt selber unterwegs ist, auf was für Strecken und was man für ein Einsatzgebiet hat, ist dann halt der Pannenschutz nochmal der wichtigere Faktor, anstatt diese Geschmeidigkeit und die Jagd nach Sekunden. Sehr gut, alles klar. Danke dir. Machen wir weiter mit Karl und zwar einem weiteren Highlight in der Product Range, dem Super Trail. Direkt vorab, Super Trail ist Fun Fact, damit hat eigentlich alles gestartet. Also wir haben festgestellt, in unserer Range fehlt uns einfach was zwischen Snakeskin oder eben Super Ground und Super Gravity. Und genau da kommt Super Trail ins Spiel. Und wie habt ihr die Konstruktion für den Trail-Einsatz optimiert? Das haben wir dadurch gemacht, dass wir eben erstmal festgestellt haben, dass wir nur eine einlagige Kassenkonstruktion nehmen wollen und keine zweilagige, weil der Reifen eben flexibel bleiben soll. Und gleichzeitig haben wir eben dann gesagt, okay, der Reifen muss super zuverlässig sein für den Trail. Ich meine, wir wissen, wie es manchmal auf einen ordentlichen Trail zugehen kann und haben deswegen auch noch einen Apex hinzugefügt, sowie eine umlaufende Gewebelage. Das sorgt eben dafür, dass der Reifen immer noch flexibel ist und auch ein gutes Gewicht hat, aber gleichzeitig auch einen wahnsinnig guten Durchschlagsschutz hat. Mhm, spannend. Klingt total logisch in der Theorie, aber wir wollen natürlich schauen, wie das in der Praxis aussieht. Und dafür schalten wir mal ins Außenstudio zum Jasper Jauch. Der ist in Italien und den Super Trail-Reifen zum ersten Mal gefahren. Jasper, wie sieht das denn aus? Wie läuft's? Moin, danke. Ja, wir sind gerade hier bei Pisa in Calci und sind tatsächlich gerade eine richtig gute Tour gefahren mit 900 Höhenmetern. Und ganz ehrlich, genau dafür war der neue Reifen perfekt. Die Super Trail-Karkasse schließt so ein bisschen die Lücke zwischen Super Gravity und der TLE-Karkasse. Dementsprechend war ich super happy, weil es doch viel einfacher und deutlich besser bergauf rollt als eigentlich immer mit der Super Gravity-Karkasse. Da ich aber auch ein progressiver Fahrer bin, brauche ich natürlich bergab auch irgendwie einen guten Schutz. Und dementsprechend ist dieses neue System irgendwie eine sehr, sehr gute Mischung daraus. Ich finde vor allem den wenigen Laufwiderstand deutlich besser, muss ich sagen. Also bergauf habe ich heute ein bisschen mehr Spaß gehabt gegenüber den Kollegen auf der Super Gravity Karkasse. Und auch bergab haben wir es richtig stehen gelassen und sind ohne Panne und ohne Probleme unten angekommen. Ich finde die neue Super Trail Variante mega und kann sie auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Also ich habe da bei Jasper gerade einen neuen Reifen entdeckt. Was war das? Sehr gut beobachtet, Steffi. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber in die Werkstatt, dann zeige ich dir alle Details des neuen Profils. Okay. Schauen wir uns den Reifen mal an. Machen wir. Ja, und zwar haben wir heute den neuen Nobby Nick dabei. Nobby Nick ist ja eine Legende seit Jahren. Wieso also ein Redesign? Das liegt daran, dass wir einfach beobachtet haben, dass sich die Ansprüche an Trailbikes oder an Trailreifen über die Jahre stark verändert haben. Und da konnte der alte Nobby Nick nicht mehr mithalten. Deswegen haben wir auf den Prüfstand gestellt, wie vielleicht das Design verändert werden muss. Okay, und was hat sich jetzt genau geändert? Wir haben uns in erster Linie mal den Schulterbereich des Reifens vorgenommen und hier sieht man jetzt, dass die Schultersteuern deutlich besser abgestützt sind und auch der Reifen grundsätzlich etwas offener ist. Dadurch haben wir einfach eine bessere Kontrollierbarkeit im Gelände und noch mehr Gegenhalt in der Kurve. Man könnte fast sagen, das ist jetzt eine Mini Magic Mary. Okay, und für welchen Fahrer ist es dann geeignet, der neue alte Nobby Nick? Das bleibt fast unverändert. Das ist weiterhin ein toller All-Mountain-Reifen, den man sich auch für die Alpencross gut aufs Rad schnallen kann. Und gleichzeitig ist es auch der beste Reifen oder unserer Meinung nach der beste Reifen für den Trail-Allround-Einsatz. Der bietet einfach tolle Rolleigenschaften bergauf, ist schön leicht und bergab ist es sehr potent und bietet eben viel Pannenschutz, Sicherheit und auch Fahrspaß. Okay, und den Nobby Nick gibt es ja dann in Super Ground und Super Trail. Und ja, die nicht stabilere Version wäre ja dann Super Gravity. Das kennen wir alle und das ist beibehalten worden, oder? Genau, da ist erstmal wichtig zu sagen, was sich nicht verändert hat, und zwar der Name. Grundsätzlich hat sich nicht viel an der Konstruktion getan, einfach weil wir super zufrieden sind mit Super Gravity. Das hat sich über die Jahre sehr bewährt. Wir haben dennoch das Apex-Material angepasst und etwas durchschlagsicherer gemacht, sodass der Reifen eben noch zuverlässiger wird. Okay, ja, Super Gravity ist immer schon super, deswegen never change a running system. Im Super Gravity-Bereich ist ja, glaube ich, der Magic Mary der beliebteste Reifen, oder? Und ja, ich glaube, dass der Magic Mary jetzt eine Komplizin bekommt. Du sagst es, ganz genau. Magic Mary war da jahrelang alleine und bestimmt, also mit Abstand unser erfolgreichster Reifen im Downhill- und Gravity-Bereich. Wir haben trotzdem das Feedback von unseren Teams und Fahrern bekommen, dass sie sich noch einen zweiten Reifen in der Linie wünschen. Einen, der eben Magic Mary komplettiert. Und deswegen haben wir heute auch die neue Big Betty dabei. Vielen ist vielleicht der Name noch ein Begriff und trotzdem ist der Reifen absolut komplett neu vom Design. Und
Die beiden Reifen ergänzen sich einfach perfekt, dadurch, dass Magic Mary für lose Untergründe gedacht ist und Big Betty dann eben am besten funktioniert, wenn der Untergrund ein bisschen trockener ist, da wo vielleicht Magic Mary bis jetzt immer so ein Kompromissreifen war. Gleichzeitig ergänzen sich beide Reifen toll, auch am gleichen Rad, Magic Mary an der Front, Big Betty hinten. Wir sehen jetzt hier bei Big Betty eben sehr lange Bremskanten, sehr groß. Den nochmal daneben halten, dann kann man das... Ja, sehr gute Idee, genau. Schauen wir uns das mal an. Bei Big Betty sehen wir eben sehr große Bremskanten, die die Bremskräfte noch besser auf den Untergrund übertragen. Das heißt eben, ich kann noch später in die Kurve einbremsen und wer später bremst, bleibt länger schnell. Gleichzeitig rollt der Reifen etwas besser durch die Rampen hier vorne an den Mittelstollen, die wir sehen, und bietet eben tolle Dämpfungseigenschaften durch die großdimensionierten Schulterstollen. Super. Ja, und da habe ich auch gleich gemerkt, ich muss noch mal korrigieren. Das heißt natürlich die Big Betty und die Magic Mary. Genau. Und wir haben natürlich jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Nina Hoffmann, unsere derzeit schnellste Downhill-Fahrerin. Und das zeigen wir euch jetzt. Wir sind hier in Leogang und ich durfte den neuen Big Betty Hinterradreifen testen. Ich bin den vorher schon ein paar Mal gefahren. Jetzt zum ersten Mal hier in Leogang. Die Bedingungen heute sehr trocken und damit auch sehr schnell und auch rutschig durchaus. Ich fahre jetzt den Big Betty im Hinterrad. Ich denke, das ist ein super Reifen. Er rollt besser als der Magic Mary, hat trotzdem aber super Kurvengrip. Und was ich extrem gut finde, ist die Bremsverzögerung. Ich konnte viel später in einigen Kurven anbremsen. Am Vorderrad bleibe ich trotzdem bei Magic Mary. Der hat einfach bei gemischten Verhältnissen noch mal ein bisschen besseren Grip. Und damit ist das für mich die neue Kombination. Magic Mary vorne, Big Betty hinten. So, wir sind zurück im Studio und wie wir gerade gesehen haben, die Nina ist super schnell unterwegs auf ihrem neuen Big Betty und die fährt den übrigens in Super Gravity und in der neuen Super Downhill-Karkasse. Ja, last but not least, Karl, was ist mit der Downhill-Karkasse passiert? Ja, Super Downhill ist unsere Antwort darauf, wie ein moderner Downhill-Reifen aussehen soll, gemacht für den Downhill World Cup. Und was da einfach neu ist, ist, dass wir jetzt anstatt auf einen Drahtkern, auf einen Faltkern gegangen sind. Downhill-Reifen sind ja klassisch eigentlich mal Drahtreifen gewesen. Wir haben das eben nochmal in Frage gestellt und sind zum Schluss gekommen, dass wir mit dem Faltkern deutlich besser aufgehoben sind. Einmal, weil die Reifen uneingeschränkt tubeless-fähig sind. Wir haben keine Einschränkungen bei der Haltbarkeit und die Reifen werden auch ein bisschen leichter. Gleichzeitig haben wir den Apex nochmal verstärkt. Da kommt auch unser neues Apex-Material zum Einsatz. Einfach, dass die Reifen nochmal einen besseren Durchschlagschutz haben und ich mich auch auf den härtesten Downhill-Strecken der Welt einfach auf meinen Reifen verlassen kann. Wow, klingt nach einer super, super Downhill-Konstruktion und überhaupt nach einem sehr überzeugenden Paket. Also super Arbeit gemacht. Wir sind schon ganz gespannt, wie ihr da draußen mit den neuen Reifen klarkommt. Und weil das jetzt sehr viele Informationen waren, haben wir euch eine Matrix erstellt. Die Matrix findet ihr ab heute auf schwalbe.com. Danke, liebe Leute, fürs Zuschauen unserer Product Launch für die neuen Schwalbe Mountainbike Produkte 2021. Ihr könnt das Media Kit downloaden. Hier unten gibt es einen Link. Und denkt bitte an das Media Embargo bis 6. August. Ab sofort könnt ihr alle Produkte bestellen. Danke an Robert und Karl, die Product Manager, für die Präsentation der neuen Produkte. Und ja, das Schwalbe-Team ist immer für euch da, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag und see you on the trails.